heute Abend die nächste Runde des UEFA Cups erreichen. Und Änderungen hingegen beim FC Groningen, der erwartungsgemäß mit einer etwas defensiver ausgerichteten Elf heute Abend hier auf dem Charmirasen seinen 2:0 Vorsprung aus dem Hinspiel verteidigen will. Siak Storm, Gacciapaglia, Sinwal gegen Russien. Er wird also von Russien bewacht, John Eriksen. Und die Nummer 3, das ist Klaus Buchwecht, er kümmert sich um Rummenigge. Gacciapaglia. Und ein erstes Mal muss Johann Zucker eingreifen nach 2 Minuten und 20 Sekunden. Genau. John de Wolf beim Einwurf in der 15. Spielminute, noch immer 0:0. Bonvin. Van Dijk, recht ab. Bamert, gut gemacht. Favre, Bonvin, Favre, dann Rummenigge, Bamert. Die Genfer setzen sich wirklich hundertprozentig ein, das merkt man. Bonvin, Rummenigge. Immer noch der Deutsche in seinem 91. Europacup-Spiel und Bonvin verpasst das 1:0 nur knapp. 15. Spielminute, die erste gefährliche Torchance der Genfer, dieser Kopfball von Bonvin. Heikel Kampf, aufpassen. Hasler, oh! Jetzt haben die Genfer Glück gehabt. Bamert. Rechts ab. Oh, guter Schuss von rechts ab. Zweimal sind die Holländer doch gefährlich vor dem Tor von Peter Kobel aufgetaucht. In die taktischen Pläne von Trainer Danse voll auf. Hier sehen wir Favre, Sinwal, Bonvin. Alle warten auf die Chance. Oh, knapper Pass von Christoph. Rummenigge. De Wolf, aber Rummenigge setzt sich wieder durch. Sinwal. Eriksen, er wird gut bewacht. Und ein Schuss von Schellibaum. Marco Schellibaum versucht mit einem Distanzschuss, zu Recht würde ich meinen. Läuft Faber mit, der bedient besser, Sinwal. Und Eckball. Favre, Bonvin. Auf Eriksen. Eriksen und Johann Zucker mit einer guten Parade. 30. Spielminute, die große Chance von John Eriksen. Wir sehen es noch einmal. Bonvin bedient Eriksen gegen De Wolf. Und jetzt der Fallrückzieher. Eckball für die Genfer. Hasler. Schellibaum. Ein wunderschönes Tor von Marco Schellibaum. Welch ein Tor. 1:0 für Servet Genf in der 31. Minute. Welch ein Tor. Nahm den Aufsetzer direkt ab und knallte ihn ins Lattenkreuz. Hier der Torschütze Marco Schellibaum. In der Meisterschaft hat er noch nie getroffen in dieser Saison für die Genfer. Heute hat er in der ersten halben Stunde hervorragend gespielt und jetzt schießt er das 1:0. Ein Wundertor. Die Holländer eilen nach vorne, um die Abseitsfalle zu stellen. Kein Abseitspfiff, das war an der Grenze, aber Gacciapaglia, Schellibaum, 2:0, aber jetzt hat der Schiedsrichter gepfiffen. Das möchte ich mir jetzt ansehen, diese Situation. Schellibaum hat sich nach Ansicht des Schiedsrichters vor dem Ball befunden,
Hier hat er noch nicht gepfiffen. Dann Gazzabaglia. Jetzt achten Sie auf Schellibaum und den Querpass. Ja, Schellibaum war nicht vor dem Ball. Er war noch hinter dem Ball. Und deshalb hätte dieser Treffer zählen müssen. Also wenn schon beim ersten Pass kein Offside-Pfiff verfolgt, beim Pass von Bednar nämlich, dann hätte er beim zweiten auch nicht pfeifen dürfen. Denn beim zweiten war es ganz bestimmt kein Offside. Aber beim ersten, da bin ich mir sicher, aber da hat er ja nicht gepfiffen. Also ein Fehlentscheid, dieses aberkannte Tor, es hätte zählen müssen. Ja, da ärgern sich die Zuschauer zurecht. Die Holländer kommen noch zu einem Eckball in der 41. Minute. Rechts ab. Er überlässt Bonvin, der sehr weit einwerfen kann. Jawohl, der Ball landet beim Elfmeterpunkt Babut und beinahe ein Eigentor von De Wolf. Spielminute der zweiten Halbzeit, Eckball für Servet beim Stande von 1:0 Rummenigge. Allerdings auch ihr Torhüter Peter Kobel, schlimmes Verhindern. Jetzt Eriksen gegen De Wolf. Die Zuschauer reklamieren ein Hand. Johann Zucker hat den Ball. Vielleicht sehen wir eine Wiederholung. Im Zusammenspiel mit Favre und Zucker kann den Ball letztendlich doch festhalten. Immer noch Bonvin, nicht John Eriksen und Eckball. Rummenigge, Zucker, Sinwald, Eriksen. Wieder ein schnell vorgetragener Angriff und Sinwald spielt um etwa 7 Klassen besser. Rummenigge. Jetzt müsste der Pass zu Sinwald kommen, etwas zu spät. Eichelkamp. Und Tenkat und Koppel und Henny Meyer erzielt den Ausgleich. Beinahe hätte ich geglaubt, Koppel hätte hier ein Wunder vollbracht, indem er diesen Schuss von Tenkat, den Aufsetzer, den Abgelenkten noch zu behändigen vermochte, aber dann war Henny Meyer zur Stelle und Henny Meyer lässt sich nicht zweimal bitten. Er ist ein brandgefährlicher Stürmer, der auf Abstaubgelegenheiten wartet, wie hier zu spielen. Sinwald, schön gemacht. Zucker mit einer zweifelhaften Faustabwehr, Sinwald. Hasler gegen Eichelkamp. Hasler, ja, muss kein Pfiff verfolgen in dieser Situation. Stopp wieder. Eichelkamp, Henny Meyer. Recht ab. Etwas sorglos jetzt, die Verteidigung der Genfer. Ah, Schellibaum kam ein wenig zu spät gegen Kormann. Tenkat läuft mit, Kormann. Ein guter Schuss. Eckball. Alle Spieler in der Platzhälfte von Groningen, Sinwald. Aber wie Beton verteidigt die Mannschaft hinten. Und ich möchte es wiederholen, nicht mit unfairen Mitteln, sondern mit viel, viel Einsatz. Die Athleten starten nicht in Abseits. Sinwald läuft mit, auch Rummenigge. Rummenigge! Und jetzt wird die Fahne hochgehalten vom Linienrichter. Also Eriksen ärgert sich hier nicht ganz zu Unrecht. Ich muss das wirklich auch sagen. Es ist ja leicht, Schiedsrichter zu kritisieren und man sollte es, wenn möglich, unterlassen. Aber das passt mir jetzt nicht ganz, was die drei Herren da entscheiden. Vor allem in Sachen Abseits oder nicht. Man hat das ja auch beim Treffer von Schellibaum, der dann eben nicht zählte, gesehen.
Und die Kommentatoren waren sich übrigens allesamt einig auf der Tribüne hier, dass die erste Aktion abseits war und die zweite, also die entscheidende, die zum Tor führte, eben nicht. Schließlich noch 15 interessante Minuten verdient. Rubenicke. Vamos. Position war an und für sich günstig. Sinwal. Jetzt noch einmal, Farmers. Und Johann Zucker hat aufgepasst. Sieht nicht danach aus. Rummenigge, Bonvin. Und jetzt 2:1, nein. Aber kanntes Tor und in diesem Fall hat Schiedsrichter Lanese vermutlich richtig entschieden. Die Flanke, Sinwal. Ja, war abseits, ganz klar. Richtiger Entscheid des Schiedsrichters. Diesen Treffer. Rechts ab, links läuft Henny Meyer mit. Freie Bahn für Henny Meyer. Bessnar ist zurückgeeilt. Immer noch Meyer. Rechts ab und das wird nicht das 2:1, sondern ein Postenschuss. Aber das hätten die Genfer nun wahrlich. Eriksen wehrt seinen Schuss ab, mehr oder weniger. Bonvin und Tucker. Späße aus Italien ab. Groningen kommt meiner Meinung nach trotz allem verdient eine Runde weiter. Die Mannschaft hat es verstanden, hier diszipliniert ihren Vorsprung aus dem Hinspiel zu verteidigen, hat zudem die Torchance zum 1:1 wahrgenommen und deshalb verdientermaßen die nächste UEFA Cup Runde, sprich die Achtelfinals, erreicht.